Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Holzfäller und mit mir spielt die Mathilda. Ich dachte schon, die Falle ging kaputt. Holla die Waldfee, alles gut. Nein, Mathilde kann Bäume fällen, ohne dass sie falsch fallen. Ach, tüdelü. Tüdelü, tüdelü. Wir haben uns lieb. Ja. Ich werde hier auch noch ganz viele Lichter aufstellen. Wir wissen eh, wo wir sind. Daher können wir hier auch das Ganze schön beleuchten. Au! Genau deswegen. Du hast die Falle ausgelöst? Ja. Ach komm, als ob dir das noch nie passiert wäre. Noch nie. Ich habe Probleme, dir das zu glauben. Dann mache ich die Falle mal wieder scharf für dich, damit du noch mal reinlaufen kannst. Schön. So, Spannung steigt, ob diesmal der Kochtopf funktioniert. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber dieses Feuerzeug, Alter, das ist Qualität. Das wird einfach nicht mehr. Ja, das stimmt. Das läuft und läuft und läuft. Wie eine Duracell-Batterie. Besser. Dann teile ihn nicht mit uns, bitte. Bis dieses Wasser fertig ist, kann ich noch mal was essen, ey. Ja, diesen Baum darf ich ja nicht fällen. Das ist eine Falle. Nee, der. Oh, jetzt muss ich auch mal was essen und trinken. Ich mache jetzt hier mal Dinger um. Ups. Scheiße, Fleisch ist verdorben. Oh. Das ist nicht gut. Wenn du es essen willst, liegt neben dem Feuer. Nein, danke. Oh, ich glaube, ich habe einen Hasen gefangen. Julio. Kann ich den töten? Solltest du, oder? Ja, ich habe den gerade aus dem Käfig geholt, aber und jetzt habe ich ihn hier am Genick. Ich habe Angst, dass er mir abhaut, deswegen bringe ich ihn erstmal ins Haus. Ist er? Und er ist irgendwie durch den Boden gefallen? Oh, der Hase ist weg. Super Hasenfalle.
Aber es war ein Häschen drin. Wir brauchen ja auch Hasenfell und dachte ich mir, das ist nicht das Schlechteste, ist eine Hasenfalle aufzubauen. Ja, aber ich hätte gesagt, dass sie dann auch in der Falle sterben. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich hatte halt diesen Hasen in meiner Hand dann ein. Es könnte echt mal wieder regnen. Es hat schon wirklich lange nicht mehr geregnet. Stelle mal anmerken. War hier nicht letztens noch ein Zaun? Oh. Hi. Brauchst du Unterstützung? Ich komme in Frieden. Und ich gehe auch wieder in Frieden. Ah ne, falsche Richtung. Ja, ich habe vergessen, es ist ja dunkel und Kannibalen sind unterwegs und ich wollte einfach nur Steine sammeln und... Kann passieren. Hier sind wir. Ui, der leuchtet aber schön. Der hat auch viele Arme. Komm her. Ich hab Schoki für dich. Oh, du wirst angegriffen. Das ist aber ein guter Vertreter. Will der Ganesha sein? Oder Shiva? Oder welcher auch immer der indische Gott mit den vielen Armen ist? Frag mal, ob er eine Hand frei hat. Very funny, you old Joe Cookie. Er hatte sogar mehrere Hände frei. Ich lock mal die nächsten an. Mach das. Oh, da kommt er auch. Scheiße, jetzt habt ihr meine Rüstung kaputt gemacht, ihr Schweine. So eine Arschies. Oh, es wird wieder Tag. Juhu. Es regnet. Juhu. Und das ganz ohne Regentanz. Stimmt, wir hätten eigentlich nur einen Regentanz machen müssen. Dann hätte es geregnet wahrscheinlich. Ach, hier haben wir ja noch ganz viele Knochen. Noch so einen wunderschönen Knochenhaufen. Ja, wenn ich gleich wiederkomme, mache ich mir ein bisschen Rüstung von. Was? Oh, da ist noch jemand. Ist in die Falle gelaufen. So ein dummer. Schmeiß ihn aufs Feuer. Ich glaube, die kommen alle zu uns, weil es nach Barbecue riecht. Vielleicht sollten wir die nicht mehr so viel braten, meinst du?
meine, sie sind Kannibalen, sie riechen Menschenfleisch. Ah. Brauchen wir noch ein bisschen Fleisch? Hier kommen gerade so ein paar Schildkröten. War nicht letztens doch das Problem, dass wir keinen Platz mehr zum Trocknen. Kann mich nicht dran erinnern. Das ganze Gestrüpp hier, das stört. Wir wollen doch hier ein ordentliches Camp haben. Oh, ich muss, sollte was essen langsam mal. Tüdelü. Okay, zwei Schildkröten sind einfach zu viel, dann ist man voll. Und da liegt dann immer noch ein Stück Fleisch dort. Ah, wir haben jetzt wieder hier ein bisschen Platz auf dem einen Regal. Nicht Regal. Trockengestell. Auf jeden Fall werde ich gleich mal die Chance nutzen und meinen Wasserschlauch auffüllen. Ja, das habe ich auch festgestellt. Das wäre mal eine kluge Idee. Ich glaube, das Wasser muss man nicht abkochen, das einfach in den Schlauch packen und gut ist, glaube ich. Der magische Schlauch filtert das automatisch schon weg. Ja, und ich muss jetzt einfach mal den Regen, der hier in unsere Behälter fällt. Boah, wie viel kann ich denn da reinpacken? Das ist ja geil. Sauberes Wasser, 100%. Perfekt. Hast du das von diesen Schildkröten-Dingern genommen, ja? Ja. Ich hoffe, es regnet noch ein bisschen weiter. Ja, dann mach den Regentanz, dann regnet es auch weiter. Gahaga, huga. Kein Chicorée mehr tragen. Sollte hier mal wieder ein Beet anlegen. Ja, aber diesmal machen die Kannibalen den nicht kaputt. Ja, deswegen bin ich am Überlegen, ob es sinnvoll ist, damit zu warten, bis die Mauer fertig ist. Hilf doch mit, die Mauer zu bauen. Ich baue unser Dach gerade die ganze Zeit. Ja, aber das Dach ist ja nicht so wichtig. Wir werden nass ohne Dach. Ach, Pappelepapp. Ohne Mauer werden wir gegessen. Okay, dann sammle ich Steine. Du meintest ja, dass es schöne Steine am Strand gibt, ne? Oh, da habe ich sie immer hergeholt. Ja, hier sind Steine. Das sind Helden der Steine. Das ist ja echt ein bisschen nervig, dass man traut. Ja. Okay, man muss doch sauberes Wasser reinballern. Nichts automatisch gefiltert, verdammt. Wie kriege ich das jetzt raus? Muss ich das trinken, ja? Gucken, ob ich näher kotzen muss.
Wenn du kotzen musst, ist das auf jeden Fall laut. Das lockt die Kannibalen an. Hm, lecker, Kotze. Wieso muss ich gerade hier an dieses eine Lied von Charlie denken? Fischtopf ist ja Kotze. Wer hat denn das gemacht? Von Charlie? Charlie. Ach, Charlie, ja, stimmt, ja, ja. Fischsuppe, Charlie Fischsuppe, Waffles. Ich hab sie gemacht. Fischsuppe, Fischsuppe, ich hab Pocken gelacht. Hörst du? Alter, wie... Charlie Waffles. Eine Spinne. Ja. Will ich die einsammeln? Also ich hab sie gerade getötet, aber... Scheint nicht. Schade. Wäre cool, wenn man von den Spinnen was bekommt. Es una araña. Kann aber sein, dass das gerade falsch war. Ich kann kein Spanisch. Ich habe so ein paar Wörter mal über eine App gelernt. Aber das ist nicht wirklich genauer verfolgt. Von daher habe ich keinen Anspruch darauf, dass mein Spanisch auch nur ansatzweise richtig ist. Okay. Ja, das wollte ich halt gesagt. Wenn es falsch wäre, würde es dann jemand in die Kommentare schreiben. Bestimmt ein Spanier, der nur Videos guckt, wo Spanisch drin vorkommt. Nur um darunter zu schreiben, du kannst kein Spanisch. Hey, oder das ich zu korrigieren. Einen Löwenkopf in der Hand. Ja, kannst mit dem Kopf sprechen. Kann mit dem Kopf sprechen? Naja, kannst du so handpuppenmäßig spielen. Bla 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 bla. Ich bin eine Möwe. Und ich wurde getötet. Von Mathilde. Oh, hier passen keine Steine mehr drauf. Wenn wir ein Rollenspiel spielen sollten, dann kannst du dich Mathilde, die Möwentöterin, nennen. Ach so, ein echter Heldenname. Ah, hier ist ja ein Stein im Weg, ein großer. Heieieiei. Also dieser Weg müsste auch nochmal eingeebnet werden. Wo ja, wäre cool, wenn man, so ein bisschen die Gegend noch beackern könnte. Aber dafür sieht's gut aus. Lassen wir das mal. Ich weiß gar nicht, ob es ein Tor gibt. Cool wär's. Kannibale irgendwo. Hinter der Mauer, der ist jetzt angepisst, dass er ja nicht mehr durchkommt. So, lebst du noch? Was, er lebt noch? Also bei mir rennt er noch. Hattest du mich letztes Mal... Ist er bei dir tot? Bei mir ist er tot. Dahinter ist noch einer. Da steht er aber bei mir in der Luft. Ja, bei mir rennt er noch. Dahinter ist noch einer, der rennt. Ich auch. Sind sauer gemacht. Und? Jetzt habe ich die zwei Leute, die hängen. Ja, den einen sehe ich. Ah, jetzt hängen beide auch bei mir. Ups, jetzt habe ich einen Fall von dir eingesammelt. Schuld. Aua! Oh. Mann, du kannst doch nicht. Hast du gerade die Falle scharf gemacht? Ja, weil du sonst die Typen da nicht abnehmen kannst. Doch, natürlich. Wann konnte ich das nicht? Jetzt habe ich sie ausgelöst und Schaden bekommen. Mein Speer habe ich vor Wut nach dir geworfen und der ist jetzt irgendwo gelandet. Warum wirfst du auch deinen Speer nach mir? Warum aktivierst du die Falle, wenn ich daran stehe?
Ich hätte sterben können. Ah, man kann sich mit Matsch ein. Ja, ich bin ja Arnold Schwarzenegger. Ich hab mich mit Matsch eingekleckert. Jetzt kann mich der Predator nicht mehr sehen. Scheiße, wo ist jetzt mein Speer? Warum wirfst du deinen Speer weg? Weil du die Falle ausge. Weil ich die. Weil ich an der Falle stand und du die wieder scharf gemacht hast. Ja, der Speer ist jetzt weg. Jetzt brauche ich nur einen Speer. Wegen dir habe ich gutes Leben verloren. Oh, wie mache ich den Kackspeer nochmal? Ich glaube, ich brauche Knochen. Sammel gerne Steine weiter und du sagst hier, wo Mauern sollen. Und wo nicht, ja. Ich gucke erstmal, ob wir überhaupt ein Tor bauen können. Dann ist aber ja ein Problem, sonst kommen wir nicht rein, weißt du? Ja, ein Tor wäre schon nicht schlecht, finden wir irgendwo. Dann schlage ich jetzt mal den Weg zum Dings frei. Also ich könnte ein Kletterseil dran bauen, aber dann kommen die anderen ja wahrscheinlich auch hoch. Ja, da können wir auch gleich eine Lücke lassen. Hm, da müssen wir uns irgendwas überlegen. Ich kann keine Stöcke. Ja, oder wir müssen jedes Mal in den See springen, ist aber auch doof. Ja. So ein Falltor weg. Na, gibt's aber nicht. Ich mache erstmal hier. Nee, wir bauen erstmal noch eine andere Falle. Na, langsam haben wir eine richtige. Schön aufgeräumt langsam unseren Platz hier. Ja, ich dachte mir, wir können noch eine Falle bauen und dann dazwischen nochmal eine Mauer. Okay. Und dann passt das. Warte mal, wo sind jetzt hier meine Dings hingefallen? Ich habe hier doch gerade Dings ge. Die habe ich schon abgeerntet. Ach so. Ein Stamm ist noch da. Okay. Dann, geh Steine holen? Nee, ein Wagen mit Stein ist noch da. Ach. Müsste entladen werden.
Oh fuck, ich hab die Falle falsch rumgebaut. Nein, Heinrich! Ach, Heinrich, Heinrich. Oh, abreißen. Oh, Kaninchen. Fuck. Bleib stehen, Kaninchen, ich will dich abknallen. Wir brauchen dein Fell. Bist du? Kann ich nicht weiter. Kann ich sie da nicht mehr bauen, weil da irgendwas im Weg ist? Kurva. Kannst du den Stamm da vielleicht mal wegräumen? Ah, das ist schon weg. Stamm. Hier liegt nur einer. Ja. Vielleicht stört er mich. Nee, der stört nicht, schade. Dann muss ich hier irgendwie noch was dazwischen pfuschen, naja. So, machst du da noch die zweite nächste Steinbau? Ja, oder? Ja, kann ich machen, warte. Do. Supi-dupi. Ja, so langsam. Es müsste jetzt Nachmittag sein. Ziehen wir los mit unserem Karren. Pass auf, wie du die Bäume fällst. Nee, da waren Kannibale. Oh, das ist ein ganzer Kannibalentrupp. Ich gehe mal wieder nach Hause. Vier Leute sind da. Uiuiui. Hi. Brauchst du Hilfe? Ja, wäre cool. Okay, dann komme ich. Autsch. Oh, fuck. Ich höre euch gut. Aus Reflex wieder mein Speer geworfen. Ach, dass du auch immer deine Speere werfen musst. Hey, bleib stehen, du hast meinen Pfeil. Aua, 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 der tötet mich. Aua. Ich glaube, das Gefühl, du hast mich hier gerade fast getötet. Nein. Das war der Kannibale hier. Bist du dir sicher, du schießt mich immer gerne? Ja, ich hab nicht auf dich geschossen. Wenn, tut's mir leid, aber Ziel war wirklich der Kannibale. Ich bin auch fast tot und müssen wir mal einen Speer suchen. Ich habe ihn in diese Richtung geworfen. Oh, ich höre immer noch einen. Ja, den werde ich wieder nicht finden, den Speer. Oh, doch, hab ihn. Haha. Pass auf, jetzt ist das der Speer von vorhin. Ey, ich hab ihn durchgeworfen auf den Typen! Warte mal, eine Pfeile.
als die Leiche haben. So, jetzt suche ich hier mein Speer. Wie geht das denn? Ich bin extra so nah ran wie möglich und hab mein Speer geworfen. So eine Sackratte. Na, jetzt sehe ich den auch nicht mehr. Jetzt wird's dunkel. Fuck you. Hier sind auch viele Steine auf der Wiese. Ja, die haben mich schon ein paar Mal in die Luft geschickt. Hm. Du bist blutüberströmt. Ja, ich weiß. Ah! Nee, das war ein Stock. Scheiße. Zu früh gefreut. Wir brauchen aber auch Stöcke. Ja. Ich auch. Deswegen sagte ich mein Speer. Viel. Ja, die halten ja nichts aus, die Speere. Das ist ja. Ich bräuchte wie bei Conan gleich so 20 Stück. Jetzt ist unser Zaun hier oben endlich fertig. Ah, ich muss mal was essen und trinken, damit ich mich wieder heile. Ja, das müsste ich auch. Ah, zwei Stückchen fehlen noch. Stöckchen. Das Dunkle. Machen wir denn eigentlich das mal ein Licht? Diese Folge war jetzt recht entspannt, nachdem wir letzte Folge einmal eine ganz stille Folge hatten. Weil Mathilde mal ausnahmsweise mal wieder nicht die Aufnahme kontrolliert hat und kaum kontrolliert sie es nicht. Bam. Ja. Einmal nicht kontrolliert und gleich scheiße. Kommen die da auch? Oh, nicht da durchlaufen. Hier ist nur so ein Spalt. Ich habe Angst, dass sie durch den Spalt kommen. Upsi, schwupsi. Ach, da ist schon wieder so einer. Scheiße. Ach, ich lasse das erstmal so. Vielleicht kommen die auch ja gar nicht durch. So, dann haben wir hier noch eine Lücke. Da müssen wir echt überlegen, was wir machen. Hm? Noch eine? Okay, den hat's ja auch erwischt. Wollte ich gerade sagen. Den hat's gerade zerlegt. Wir können ja so zickzack machen. Hier eine kleine Mauer, weil wir haben ja kein Tor. Das heißt... Wir machen hier eine kleine Mauer. Dann müssen wir wieder Steine suchen. Oh. Nebenbei muss man hier Leichen einsammeln. Oh,
Aber bisher habe ich noch keinen drüber klettern sehen. Nee, ich auch nicht. Scheint zu funktionieren. Das ist nicht verkehrt. Oh mein Gott, ich habe keine Schädel mehr. Was hast du denn gemacht, dass du keine Schädel mehr hast? Ich habe Schädellampen gebaut, ganz viele, damit hier so ein bisschen der Rand wenigstens beleuchtet ist. Du darfst deine Schädel gerne loswerden. Ich mache erstmal die Fallen scharf. Achso, ich habe ja noch meinen Wagen am Strand stehen. Dann kannst du ja glatt wieder Steine mitbringen. Ja, ja, das war der Plan. Ich wollte ja eigentlich auch an den Strand, um Steine zu sammeln. Aber dann kamen ja die Besucher. Dann bin ich zu dir gekommen. Ja, vielen Dank dafür. So. Also vier alleine sind ein bisschen schwer. Ja, vier alleine schon. Oh, schon wieder einer. Ich war gerade hier im Menü, du Arsch. Das finde ich sehr unfair von dir. Wo kam der denn her? Drei Schildkröten. Kommst du hinter dem Mauer? Ah, da ist ein Loch. Oh, dir ist kalt. War das da schon immer? Ich hab ein Feuer, um dich zu wärmen. Ich will aber erst hier ein paar Steine abladen, bevor ich mich aufwärme. Manu! Aber ich glaube, ich sollte erstmal zum Feuer kommen. Komm zum Feuer! Oh, so schön brennt's hier. Es ist aber fein. So ein schönes Feuerchen. Vielleicht sollte ich eher drin mir das Feuer schnappen. Schon wieder ausgegangen hier. Ich nehme eher hier drin das Feuer. Ja, hier in der Mauer ist irgendwie ein Loch. Oder ist das erst nur da, wenn die Falle ausgelöst ist? Ich glaube, das ist erst da, wenn die Falle ausgelöst ist. Ah, stimmt. Dann hat er sich da irgendwie zur Seite durchgeschmuggelt. So ein Schmuggel. Naja, das kann man ja später ausbessern. Aber diese Kälte nervt. Ich will arbeiten. Ja, dann komme ich auch mal rein. Ich friere mir hier den Arsch ab. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Ja. Weil hier Eier schaukeln habe ich jetzt auch keine Lust. Nee, ich... Dann... Ich würde aber gerne noch die Mauer fertig bauen.
Das können wir ja offscreen machen. Das können wir offscreen machen, ja. Und dann nächstes Mal machen wir dann irgendwie Erkundung oder so. Ja, warte, ich guck mal auf die Karte. Ja, man könnte so ein bisschen Westen rumlaufen. Wir waren ja letztes Mal im Osten eher unterwegs und der Westen ist auf der Karte noch groß. Ja, können wir machen. Aber wir machen erstmal ein Offscreen so die Mauer fertig. Das heißt, nochmal einen Tag locker Steine sammeln und noch eine Falle bauen. Und das ist halt dasselbe, was wir heute auch gemacht haben. Das machen wir im Offscreen. Genau, und wir zeigen euch dann das Ergebnis in der nächsten Folge. Genau. Also, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, liken, kommentieren nicht vergessen. Haut rein, ciao. Entschuldigung, Heinrich, dass ich dich schon unterbrochen habe. Wenn ihr auch sonst irgendwie coole Ideen habt, wo ihr sagt, hey, geht doch mal dahin und dahin, dann sagt uns das doch auch mal. Oh ja, das ist auch eine Idee. Aber dann schicken wir uns gleich zum Endgegner. Bitte nicht. Nee, aber sag doch mal, wo hier. Ich weiß auch nicht mehr, welche Höhle. Zum Beispiel Kettensäge und Katana wäre echt geil. Wenn ihr das noch wisst, ich könnte es jetzt auch googeln, aber... Nee, ich google nicht. Ihr kennt es ja von Conan, ihr kennt es von Grounded. Wir nutzen gern unsere... Also euch als Wiki sozusagen. Community. Genau, unsere Community-Wiki. Manchmal haben die bei einigen YouTubern auch irgendwelche Spitznamen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lemminge. Nein, keine Lemminge. Müssen wir uns vielleicht mal was Nettes über... Na, Soldaten passt ja auch nicht. Nee, sowas will ich auch gar nicht. Ich dachte so gerade, was mit Heinrich der Löwe in Verbindung bringen. Hat er eine Armee, so eine kleine Armee gehabt? Wir haben eine kleine Löwen. Oder Wölfchen. Nein. Wölfies? Ja. Ach, egal. Wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wie man die Leute der Community nennen kann, dann schreibt es in die Kommentare. Wir überlegen auch nochmal. So, jetzt aber reingehauen. Ciao. Tschüss.